Das war also die Pressekonferenz der NEOS, die ihre Maßnahmen vorgestellt haben, um Klein- und Mittelbetriebe in Zukunft ein bisschen zu entlasten und Anreize zu schaffen, sich in der österreichischen Wirtschaft zu etablieren. 327.000 Klein- und Mittelbetriebe gibt es und man hat diese 10 Punkte präsentiert, unter anderem natürlich auch die Senkung der Lohn- und Nebenkosten. Das hat man bei den NEOS vorberechnet, hat bis zu 4,8 Milliarden Euro an Entlastung präsentiert. Zunächst mal die Abschaffung der Kommunalsteuer, die Entlastung bis zu 3 Milliarden Euro soll das dann einbringen und man schießt auch gegen die schwarz-blaue Regierung, die in diesem Zusammenhang zwar viel versprochen, aber noch wenig umgesetzt hat. Weiters die Reduktion der Wertpapierkäste auf 25% und man hat auch das Bildungssystem so ein bisschen angesprochen, denn es kann nicht sein, dass ein Jugendlicher aus der Schule rauskommt und noch nie einen Handy- oder Mietvertrag gesehen hat. Also da mangelt es vielleicht auch schon an der Schulausbildung des einen oder anderen. Die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit sind zwei zentrale Punkte, die für Unternehmer gelten müssen. Und das war ein großes Appell von Matthias Strolz und dem Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn, die sich natürlich dafür einsetzen, dass Klein- und Mittelbetriebe weiterleben, dass kreative Ideen in Zukunft auch umgesetzt werden können und dass keine Haltungsschäden entstehen. Das also die Pressekonferenz der NEO anlässlich der Klein- und Mittelbetriebe.